Hi Leute, Studiotag 2. Heute geht's weiter mit den Drums. Wir sind am dritten Song. Jetzt wird das Drumset noch ein bisschen gestimmt und wir bereiten die Aufnahme vor. Wir gucken mal, was Felix macht. Ja, Basti, erzähl doch mal, was machst du denn da Schönes? Tom muss gerade auf Klo und deswegen habe ich hier Klopapier dabei, damit es auch ordentlich ab seinem Chef nachgehen kann. Für den richtigen Scheiß-Sound meinst du? Das wird das alles nix. Wer nüchtern spielt, ist eine Pussy. Kann ja auch keiner tragen sonst, ne? Ja. Hast du die Haare frisch gewaschen? Ja. Geil, wenn ich mit freiem Oberkörper mit meinem wallenden Haar am Stadion langfahre. Richtig geil, Junge. Ich habe aber echt schon voll geil so rote Streifen an meiner Garage, weil mein Kreuz so breit ist. Deswegen, wenn ich reinballer, klatsche ich hier mal links, rechts von den Ellbogen gegen die Seitenwände. Das ist ein bisschen scheiße eigentlich, aber ich habe einen guten Maler. Hallo Maxim, danke nochmal fürs Wohnzimmer. Er wollte das kürzer haben. Ja, aber so ist es. Ich rufe Mutz mal eben kurz an. Pass auf bei Bloody Mary, ne? Bei dem Mittelpart, wenn die Gitarre alleine spielt. Ich spiele zweimal alleine, dann setzt der Gesang ein, ne? Hier, hör dir das mal ganz kurz an. Kannst du das mal kurz anmachen? Ja. Schön ist, wenn man seinen Sänger nur am Telefon hat, kann man einfach auflegen und ist er weg. Und wenn er im Studio ist, kann man nicht einfach rausschmeißen. Retaliation and shout, it shouts out, we'll bring you down, down. About your last command. You see, ach scheiße, Mann. You see, ach fuck. Moritz, trink mal Whisky. Können wir jetzt weitermachen? Until the very end. To croak in your own waste. Und dann funktioniert das. Hallo? Ist da ein Holio? Furchtbar schlechtes Vorbild. Alkohol und Kopfschmerztabletten haben eine fatale Wirkung. Mit Mutz zu arbeiten ist ein bisschen wie sich auf eine Banane zu setzen. Man weiß, es kommt nur Matsch dabei raus, aber Spaß macht's trotzdem.